Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mungo Anwalt Außendienst. Mitarbeiter sind drei Chiefs. Alle drei sind gleichgestellt und der Igel, der ne Mango für den Mungo hält. Ja, ich akzeptiere deinen Energieausgleich. Je suis der ewige Mungo. Was haben sich die ganzen NPCs in den alternativen Medien reingepfiffen? Placegos. Keinesfalls erwarben sie Kleinode der Großartigen, die drei, zwei Einzigen auf ewiger Mungocraft oder bei Naturkraftwerk Licht und Schiefer erschaffen. Tod. Der Atlanta. Er verwendet nahezu immer den Begriff Mensch. Dies stellt für manchen Leser oder Zuhörer eine Fragwürdigkeit dar. Für den ewigen Mungo nicht, aber für andere schon, was ihr gutes Recht ist. Hält er sich etwa für etwas Besseres? Dieser Tod, will er damit sagen, dass er selbst kein Mensch ist? Ist das abwertend gemeint, wenn er Mensch sagt und dich meint? Denke darüber nach. Für den ewigen Mungo ist das nicht abwertend zu verstehen. Tod nutzt den Begriff Mensch, da seine Worte nur für den Menschen bestimmt sind. Daher sagt der Mensch. Denn es sind keine Worte für die Schlangenköpfe. Und auch nicht für den profanen Menschen sind sie bestimmt. Wenngleich sich diese Schlangenköpfe auch seiner Weisheit bedienen konnten. Obwohl er den Menschen die Weisheit bringen wollte, gerieten diese Weisheiten auch in ihre Hände. Dieses tiefgehende Verständnis von jeglichen Zusammenhängen. Es sei ganz klar eine Lichtfalle, die dich vom wahren Weg wegführt. Dieser Tod der Atlanta. Ob etwas überhaupt eine Lichtfalle ist? Was ist der wahre Weg? Ist er mehr als der Weg, den ein anderer für den richtigen hält? Es gibt ganz andere Lichtfallen und auf die muss der schon längst reingefallen sein. Ihrem gleißend hellen Zauber schon erlegen gewesen sein. Ich sehe hier in keinster Weise einen absichtlich gesetzten Irrweg. Aber jeder soll das für richtig halten, was er will. Geht es nach mir, ist jede der drei großen Weltreligionen eine Falle. Selbst das Judentum. Das Symbol von Hermes in der Mitte mit dem Hexagramm bedeutet nicht, dass diese Geschichte jüdischen Ursprungs ist. Dieses Symbol entstammt aus dem sogenannten Mittelalter. Das Hexagramm wurde übernommen, weil es Macht besitzt. Ebenso das Pentagramm, die 666, die Zahl 33333. Die Smaragdtafeln wollen keine Alternative zu den existierenden Religionen sein. Vielmehr entstammen sie den Smaragdtafeln. Keine Religion wird hier auch nur mit einem einzigen Wort erwähnt. Dies ist keine Hetzschrift, die gegen Andersgläubige wettert. Daher kann sie auch nicht Ziel dieser Andersgläubigen sein. Sie ist in diesem Aspekt unantastbar. Und da sie zudem auch keine andere Religion auch nur mit einem einzigen Wort erwähnt, ist sie von Schönheit. Kein Gott der Weltreligionen wird erwähnt. Ebenso kein Gott aus dem Polytheismus. Niemand kommt vor. Ein Beleg dafür, dass die Smaragdtafeln aus früherer Zeit stammen. Selbst der
höchste der Götter der Smaragdtafeln hat keinen Namen. Es gibt in diesen Tafeln keine Gesetze zu lesen, an die man sich halten müsste. Es gibt keine Gebote, die einem von einem Gebieter diktiert wurden. Es gibt keine Sünden, keine Bedingungen. Es gibt nur das Wissen um Dinge. Kein Bekennen ist nötig, keine Buße zu leisten. Es gilt hier nur, die Lehren des Tod zu hören, ohne dass du bei einem anderen Gott in Ungnade fallen würdest. Kannst du hier zuhören? Er wird dir die Dinge verraten, wie er sie sah. Gib dort keinen Widersacher, keine Gewalt, kein Krieg, keine Politik, keine Tote. Es gibt, was Tod selbst als Wissen ansieht in Form von Anleitungen, an die man sich keineswegs halten muss, da sonst etwas Schreckliches passiert. Du kommst nicht in die Hölle, wenn du seine Schrift nicht liest. Tod will dir nichts ausreden. Er sagt von nichts, es sei eine Lüge. Er weist dich in sein Geheimwissen ein, in seine Geheimnisse, die sich als Anleitungen im Text wiederfinden lassen. Tods Geheimnisse. Wenn du gelernt hast, dein eigenes Gleichgewicht zu halten, wirst du vom Gleichgewicht der Erde profitieren. Dann wirst du existieren, solange die Erde existiert, und deine Form nur verändern, wenn auch die Erde sich verändert. Du wirst nicht sterben, sondern eins sein mit diesem Planeten und deine Form behalten, bis alles vergeht. Das Geheimnis keiner Veränderung. Höre, o Mensch, während ich das Geheimnis mitteile, dass auch du die Veränderung nicht erfahren musst. Du sollst eine Stunde pro Tag mit deinem Kopf zum positiven Pol Norden liegen. Eine Stunde pro Tag soll dein Kopf auf den negativen Pol Süden ausgerichtet sein. Hier stimmt was nicht. Der positive Pol ist der geografische Südpol. Während der Kopf nach Norden gerichtet ist, richte dein Bewusstsein von der Brust zum Kopf. Wenn der Kopf südwärts liegt, richte dein Denken von der Brust zu den Füßen. Halte dich einmal in jedem der sieben in Balance und dein Gleichgewicht wird in seiner ganzen Stärke zurückkehren. Ja, wenn du alt bist, wird dein Körper erfrischt und deine Stärke wird sein wie die eines Jungen. Dies ist das den Meistern bekannte Geheimnis, durch das sie die Finger des Todes abhalten. Sieben. Die sieben Herren der Zyklen in den Hallen von Amenti. Das Geheimnis vom Tod. Vom sicheren, schönen, guten Tod. Höre, o Mensch, und lausche meiner Stimme. Lausche der Weisheit, die ich dir vom Tod gebe. Wenn du am Ende deiner zugewiesenen Arbeit den Wunsch hast, aus diesem Leben zu scheiden, dann gehe zu der Ebene, wo die Sonnen des Morgens leben und eine Existenz als Kinder des Lichts haben. Gehe hinüber, ohne Schmerz und ohne Traurigkeit, in die Ebene, wo ewiges Licht ist. Erst lege dich mit dem Kopf nach Osten hin, falte deine Hände an der Quelle deines Lebens, dem Solarplexus. Verlagere dein Bewusstsein in den Lebenssitz, verwirple es und teile es nach Norden und Süden. Lege deinen Kopf nach Osten. Schicke den einen Teil deines Bewusstseins hinaus nach Norden. Schicke den anderen aus nach Süden. Entspanne dann deinen Zugriff auf dein Wesen. Von deiner Form wird dein Silberfunken wegfliegen. Aufwärts und
weiter zur Sonne des Morgens, sich mit dem Licht vereinend, eins mit seiner Quelle. Dort soll er leuchten, bis ein Wunsch aufkommt. Dann soll er zurückkehren zu seinem Ort in einer Form. Wisse, o Mensch, dass auf diese Weise die großen Seelen hinübergehen und von Leben zu Leben wechseln nach eigenem Willen. So wechselt auch stets der Avatar, der seinen Tod wie sein eigenes Leben bestimmt. Das Geheimnis der Erinnerung. Dies ist der Schlüssel zur Ausrichtung des Bewusstseins zur Todeszeit, damit die Erinnerung von einer Inkarnation zur anderen getragen werden kann. Lausche, o Mensch, trinke von meiner Weisheit, lerne das Geheimnis, das Meister ist der Zeit. Lerne, wie jene, die du Meister nennst, sich an die Leben der Vergangenheit erinnern können. Meister der Zeit. Groß ist das Geheimnis, doch leicht ist es zu meistern. Es vermittelt dir die Bemeisterung der Zeit. Wenn der Tod schnell auf dich zukommt, fürchte dich nicht, sondern wisse, du bist der Meister des Todes. Entspanne deinen Körper. Widerstehe nicht mit Anspannung. Lass das geschehen, was geschehen soll. Lege die Flamme deiner Seele in dein Herz. Dann verschiebe es rasch zum Sitz des Dreiecks. Halte einen Moment lang inne. Dann bewege dich zu dem Ziel. Dein Ziel ist der Ort zwischen deinen Augenbrauen. Der Ort, wo die Erinnerung ans Leben herrschen soll. Und ja, du hast ein Gehirn. Halte deine Flamme hier in deinem Hirnsitz, bis die Finger des Todes deine Seele erfassen. Dann, wenn du durch das Übergangsstadium gehst, werden mit Sicherheit deine Erinnerungen ans Leben auch mit hinübergehen. Dann wird die Vergangenheit eins sein mit der Gegenwart. Dann wird die Erinnerung an alles bewahrt bleiben. Frei sollst du sein von aller Rückentwicklung. Die Dinge der Vergangenheit werden im Heute leben. Mensch, du hast die Stimme meiner Weisheit gehört. Folge nach und du wirst wie ich durch die Zeitalter leben. Verschrien als ein Konstrukt, zusammengewürfelt aus Bruchstücken verschiedener tatsächlicher Religionen, derer man sich frevelnd bediente, gelten die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta als eine esoterische Schrift des Mittelalters. Doch wer ist es, der so etwas sagt über diese Schrift, in der keinerlei Unheil geschieht? Könnte sie auch nicht der Ursprung sein, aus dem dann alle Religionen herausbröckelten und niemals das aufzeigten, was hier verraten wird? Die Smaragdtafeln sind auf jeden Fall nicht ernst zu nehmen, das ist doch der Kontext. Für unmöglich gehaltene Intrigen, die über die Zeitspanne eines einzelnen Lebens weit hinausreichen, werden durch dieses Geheimnis der Erinnerung wahrscheinlicher. Und so leiten und lenken einige dunkle Seelen die Geschichte und können Pläne verfolgen, die Jahrhunderte benötigen, die man dann für unmöglich hält. Ihnen ist es egal, wieso du das für unmöglich hältst. Jedoch im Innern des Menschen ist der Schlüssel für die Befreiung. Im Menschen kann die Freiheit gefunden werden. Wenn du das Selbst vom Körper gelöst hast, steige hoch zu den äußersten Grenzen deiner Erdenebene. Sprich das Wort,
Dor-e-ul-la. Dann wird dein Licht eine Zeit lang angehoben. Frei sollst du die Schranken des Raumes passieren. Für eine halbe Sonnenzeit sollst du frei die Schranken der Erdenebene überqueren. Sollst jene sehen und erkennen, die jenseits von dir sind. Ja, zu den höchsten Welten darfst du reisen. Du wirst die möglichen Höhen deiner Entfaltung sehen, wirst alle irdischen Zukünfte der Seele kennen. Gebunden bist du in deinem Körper, aber durch die Kraft kannst du frei sein. Dies ist das Geheimnis, das die Knechtschaft durch deine Freiheit ersetzen wird. Lass deinen Geist still und deinen Körper ruhig sein. Bewusst nur der Freiheit vom Fleisch. Konzentriere dein Wesen auf das Ziel deiner Sehnsucht. Denke ständig, dass du frei sein möchtest. Denke an dieses Wort. La-um-le-gan. Immer und immer wieder lass es in deinem Geist ertönen. La-um-le-gan. Lass dich von dem Klang zum Ort deiner Sehnsucht tragen. Durch deinen Willen frei sein vom Joch des Fleisches. Nun gebe ich den Schlüssel zu Shambhala, dem Platz, wo meine Brüder in der Dunkelheit leben. Eine Finsternis, jedoch vom Licht der Sonne erfüllt. Dunkelheit der Erde, aber das Licht des Geistes als Führer für dich, wenn mein Tag vorüber ist. Verlasse deinen Körper, so wie ich es dich gelehrt habe. Gehe zu den Schranken des tiefen, verborgenen Ortes. Stelle dich vor die Tore und ihre Wächter. Befehl deinen Eintritt durch folgende Worte. Ich bin das Licht. In mir ist keine Dunkelheit. Frei bin ich von den Verstrickungen der Nacht. Öffne den Weg der Zwölf und des Einen, damit ich in das Reich der Weisheit eintreten kann. Falls sie sich weigern, und das werden sie sicherlich tun, dann verlange, dass sie sich öffnen durch folgende Worte der Macht. Ich bin das Licht. Für mich gibt es keine Schranken. Ich befehle euch, euch zu öffnen beim Geheimnis aller Geheimnisse. Edom El Ahim, Saber Zur Adon. Dann, wenn deine Worte höchste Wahrheit gewesen sind, werden sich die Schranken für dich öffnen. Höre zu, während ich dir das größte aller Geheimnisse gebe. Wie du in die Hallen von Lamenti eintreten kannst, in den Ort der Unsterblichen eintreten, wie ich es tat, um vor den Herren an ihren Plätzen zu stehen. Lege dich ruhig hin, beruhige deinen Geist, dass keine Gedanken dich stören. Du musst in deinem Geist und deinen Absichten rein sein, sonst wird sich bei dir nur Misslingen einstellen. Stelle dir Amenti vor, so wie ich es in meinen Tafeln beschrieben habe. Sehne dich mit der ganzen Fülle deines Herzens danach, dort zu sein. Stehe vor deinem inneren Auge vor den Herren. Sprich nun die Worte der Macht, die ich dir gebe. Mekudel Shab'el Halzurben Elzabrut Zin Ephrim Quarel. Entspanne deinen Geist und deinen Körper, dann wird deine Seele sicher gerufen.